So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Pokémon Platin Together. Und heute machen wir es im wahrsten Sinne des Wortes zusammen, denn der Kilian ist wieder da. Jupp, habe ich ja in der letzten Folge auch schon erwähnt. Wir machen ab hier wieder ein bisschen zu zweit weiter, zumindest bis zum Ende der Zerrwelt. Und ja, Kodo, du darfst ja, genau, hier die Sperrsäule machen. Nachdem ich das letzte Mal den ganzen Kraterberg erklommen habe. Genau, dann gehen wir auch direkt in den Kampf. Unser Boss vollbringt gleiches. direkt verlesen. Unser Boss vollbringt gleich etwas ganz Großes. Komm ihr nicht in die Quere. Du willst doch dazwischen funken, oder? Und genau deswegen schließen wir beide uns zusammen und machen dich in einem beispiellosen Duell fertig. Jo, 2 gegen 1, nicht so ganz fair. Das sind übrigens die letzten 2 Galaktika-Rüpel, die es in diesem Spiel gibt. Ah, die letzten 2. Das war in den Vorgänger, also es gibt ja Diamant und Pearl, da war das anders da, ne? Also sagen wir es mal so, in Diamant und Perl ist dann das Event mit Palkia bzw. mit Dialga und hier im Platin sind jetzt dann gleich beide anwesend. Ich würde mit dem Flammenrad auf ist egal auf wen, ja, du da gehst. Klar. Und Rasierblatt trifft beide, genau. Rasierblatt hätte ich jetzt nicht unbedingt gemacht, aber egal. Ich hätte einen Aeroass auf Gliedbunkel gemacht. Ja, okay, keine Ahnung. Ja, wäre ja schlau gewesen, aber ich denke, das reicht doch so. Ah, Gliedbunkel hat eine Resistenz gegen. Ja, ich hatte das so in Erinnerung, dass sie immer noch die anderen drin schmeißen vorher, aber das mache die ja gar nicht. Die warten ja, bis meine Attacken durch sind. Das hatte ich in der letzten Folge schon falsch gemacht. Ja, das ist in der dritten Generation noch so gewesen, aber in der vierten nicht mehr. Ja. Und Gift-Hieb, der könnte zwar Schaden machen, aber ja, wenn Nico sollte das wegtanken, der hat da viel zu gute Verteidigungswerte für. Ja, ich würde Tempo-Hieb aufs Charmian und der Aeroas auf die Wunkel machen, das ist glaube ich ziemlich das Schlauste. Aber mal schauen, ob ein Tempo-Hieb ausreicht, aber... Ja, reicht es locker. Oh, Wupan ist schon Level 6. Ja, der hat gerade ein Level-Up bekommen. So, in der zweiten Generation wären wir jetzt schon in der Pokéliga vom Level her. Da wären wir schon in Kanto mit dem Level, ja. Also mit dem... Ich glaube, mit dem Level waren wir bei Pokémon Silber vor Rot. Ach stimmt, mit 36 so ungefähr kommt man natürlich. Ich weiß, dass mein Taubos hat sich, wo ich es erstmal gleich gespielt hatte. Flammenrad. War gerade Taubos entwickelt. Die wollte doch, jetzt was neu rauskommt, wollte es doch auch noch eine zweite Region drin machen, oder? Vor, das sind bis jetzt nur Vermutungen. Bis jetzt ist noch eigentlich gar nichts bekannt. Sie wollen jetzt am. Ich glaube, am 3. April oder so haben sie gemeint, kommen die ersten Details zu den Spielen. Bis jetzt ist wirklich noch gar nichts bekannt. Okay. Also. Ich habe das nur so irgendwie gelesen, ich habe gedacht, das wäre schon Fakt. Aber okay, dann sind's. Ja. Also, ich würde an deiner Stelle Wupan vorne lassen, die beiden fangen beide mit einem Bronzel an. Okay. Also Jupiter und Saturn. Nee, nicht Saturn, Jupiter und Mars. Saturn habe ich in der letzten Folge noch verprügeln dürfen. Wir sind unfähig, dich aufzuhalten. Na gut, du darfst passieren. Unsere Bosse machen Kleinholz aus dir. Okay. So, dann gehen wir mal weiter. Hier gibt's wahrscheinlich nichts versteckt. Nö, nö. Hier kann man nur später die Alga und Palkia fangen. Nach der Liga. Wie stellst du dir das eigentlich vor? Dass ich dich einfach durchlasse, damit du unseren Boss vernervst? Wenn du schon nicht aufhören willst, dann musst du zuerst an mir vorbei. Zwischen uns ist noch mehr als eine Rechnung offen. Ich denke lieber gar nicht an die Einzelheiten. Und ich bin die Nächste. Egal wie zäh du bist, diesmal ziehe ich die Samthandschuhe aus. Sind übrigens beides Mädels. Achso, okay. Okay. Habe ich bei Mars auch lange gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass sie ein Mädel ist. Augenblick mal. Ohne mich findet hier keine Party statt, klar? Hä? Kennt ihr mich noch? Ich bin hier für eine Revanche. Na, wenn das mal nicht diese kleine Goldjunge ist, die am See der Stärke geweint hat. Hat dir die Mami die Nase geputzt? Oh, los, wir zwei kämpfen. Oder was auch immer da gestanden hat.
Einer der schönsten Kämpfe in diesem Spiel, weil man mal gegen zwei Commander von einem Team auf einmal kämpfen darf. Und auch ziemlich ungewöhnlich, dass zwei Kämpfe in wichtigeren Kämpfen benutzt werden. Ja, ich würde hier einfach mit Feuerattacken draufholzen. So. Das müsste ja eigentlich alles One-Hit sein. Bronzel hält ein bisschen was aus, die haben nur nicht unbedingt viel Spezialangriff oder irgendwas ähnliches. Ein Reflektor und ein Lichtschild. Ja gut, das haben sie jetzt sehr schlau eingefädelt. Dann machen wir den Airship schon mal platt. Ich würde sowieso einen von beiden wegfokussen. Okay. Das sollte zwar Schaden machen, aber bei Bronzels Spezialangriff sollte das nicht töten. Nee, das ist sehr effektiv und macht fast gar nichts. Ja, Bronzel hat eine Spezialangriffsbasis von, lass mich lügen, irgendwas knapp über 20. Ich könnte es jetzt mal ganz kurz nachschauen. Ja, das ist echt, also ich kenne mich da nicht so viel aus, aber 20 ist schon extremst niedrig. Ich schau mal ganz kurz nach, ich habe meine Liste hier nebenbei offen. Bronzel. 24 in beiden Angriffsbasen, ja. Oh, bei denen benutze ich wohl am besten Feuersturm, oder? Ja, One-Hitten wirst du hier sowieso nichts mehr können, es sei denn, du machst einen Volltreffer. Ja, weil Flammrad zieht schon extremst wenig ab an Goldbart. Ja, die haben Reflektor und Lichtschild da. Da ist es kein großes Wunder, dass das so wenig Schaden macht. Die kriegen nur halben Schaden, solange es ist. Oh, der Bodyslam hat das Goldbart paralysiert. Ich versuch's einfach nur. Obwohl es jetzt wahrscheinlich eh keinen Unterschied mehr gemacht hätte, ob ich jetzt zweimal Feuer... Oh ne, es reicht, okay, dann passt's. Ja, Feuersturm macht ungefähr doppelt so viel Schaden wie Flammenrad. Ich weiß jetzt nicht, wie die beiden Angriffswerte von Wupan aussehen, welcher von den beiden jetzt höher ist. Also von den Basiswerten sind sie beide gleich hoch, beide bei 104, wenn ich mich nicht täusche. So, von... War das jetzt das von... Ah, okay, das ist Jupiter. Ja. Also du hast jetzt zwei Möglichkeiten, entweder du kannst Wupan opfern oder du wechselst aus oder du... Ja. Na, warte, die zwei sind halt so stark, ich kann ja, denke ich, dann auch nochmal heilen, oder? Bevor ich dann an den nächsten rangehe. Dein Rivale heilt dich sowieso. Ah, okay. Dann gehen wir, das Gift, Wendigo also nicht so schlau. Das Schlauste, was du reinschicken kannst, du eigentlich Nick. Ja. Weil der kriegt von den Giftattacken nichts ab, von den Unlichtattacken auch fast nichts. Der Sondersensor macht auch nur neutralen Schaden. Und das hat gar keine Wirkung. Ja, wie gesagt, Gift auf Stahl, gar keine Wirkung. Unlicht auf Stahlkampf ist in Gen 4 noch Doppelresistenz. Aber wenn der nicht die ganze Zeit horten würde... Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. So, die Dual Screens sind weg. Ich würde jetzt hier einfach mal... was machst du denn hier? Naja. Aurasphäre oder Lichtkanone und ich würde das Guntank wegmachen. Du kannst aber natürlich auch auf dem Erdbeben gehen. Das wäre auch eine Option. Bronzel hat kein Schweben. Das hat Schwebe, ja, aber du triffst das Guntank damit sehr effektiv, das ist der Vorteil. Also Manfaxo hat sich mittlerweile so hoch gepusht. Ja, das ist auf plus 3 in beiden Verteidigungswerten, das kriegt fast keinen Schaden mehr. Mach mal, mach es einfach mal. Wenn ich richtig gezählt habe, waren es dreimal Horta. Ja, es war dreimal. Ja, ist gar nichts. Naja, stimmt, das Viech kann ja Flammenwurf. Autsch. Volltreffer. Und ein Lichtschild kommt wieder. Das heißt, wir sollten mit irgendwas ankommen, was physisch angreift. Na gut, hat Neo mittlerweile Kaskade? Nee, ne? Nee, Kaskade kriegen wir erst nach der 8. Arena. Was hätten wir noch?
Ja, ich würde halt... würd fast Chris reinschmeißen. Der bedroht beide, also vor allem Skuntank. Bronson interessiert das jetzt weniger. Und dann einfach mal einen Funkensprung drauf. Auf Skuntank. Ich denke, das reicht, oder? Hm. Vielleicht. Es könnte reichen. Skuntank hält einiges aus, aber ja. Gut, das reicht. Oh, bitte nicht auf mich. Gott sei Dank. So, es ist sowieso 2 gegen 1. Wenn das gute Mann Faxe jetzt anfängt anzugreifen. Der heilt sich lieber erstmal. Wobei ich Entfessler und Verzehrer nie wirklich benutzen würde. Ja, mach einfach Funkensprung. Das ist das sicherste, was du hier reinkriegen kannst. Solange ein Lichtschild da ist, machst du auch mit Donner keinen Schaden. Na, das macht es ja schon. Oh, Crit. Sieht fast danach aus, oder? Nee. Oha, das hat ohne Crit gereicht. Das ist doch gar nicht gedebufft, war es ja nicht? Das war sogar gebufft, oder nicht? Nee, das war gedebufft, stimmt. Der hat einen Kreideschrei noch von Anfang drin gehabt. Ach so, okay. Fällt mir gerade so wieder ein. Ne, warte, ist nicht bei dem ist sogar Knirscher fast schlauer? Ne, Funkensprung ist immer noch besser. Weil Schnurgast ist einfach nur ein Normal-Pokémon. Achso, okay. Ja. Und Maximum Fax ist verwirrt, oh Gott, das kann dauern. Oh, ein Kreideschrei ist aber gut. Ja, du könntest schauen, ob wir einen Aufwecker dabei haben. Ja, wir haben sogar einen. Auf Chris. Ein Schlitzer. Oh je, das Vieh ist so nutzlos. Außer, dass es was tankt. Ups, falsch. Nuxtra ist so ein tolles Pokémon. Und One-Hit. Ja, nach einem Kreideschrei wundert es mich auch nicht wirklich. So, jetzt hat sie nur noch einen Golbat und das ist da. Eh weg. Das kriegen wir mit dem Funkensprung locker kaputt. Bei Nuxtras Angriff und Golbats eher mäßigen Verteidigungswerten und einer Schwäche dagegen. Ja, das war relativ leicht eigentlich. Und Chris kriegt da einen verdienten Level Up. 130 Angriff hat er jetzt. Oh. Pft, gar nicht habe ich geweint. Meine Pokémon und ich haben es drauf, damit ihr es wisst. Und jetzt reicht es uns nämlich. Wir zeigen es euch. Lucius, ich helfe dir. Ah, okay, er hilft mir so. Hey Lucius, das wär's. Jetzt bist du dran. Alles steht bereit für die Erschaffung einer neuen Welt. Nun wird alles enden und alles wird neu beginnen. Hiermit mit der roten Kette, die aus den Kristallen der drei Pokémon der Seen erschaffen wurde. Und hiermit mit der roten Kette, die ich mit technologischen Hilfsmitteln replizieren konnte. Mit diesen roten Ketten öffne ich das Portal in eine andere Dimension. Ich befehle dir, deine Macht für mich zu entfesseln. Dialga, das mystische Pokémon, Meister der Zeit. Und das andere, Palkia, das mystische Pokémon, Meister des Raumes und der Dimensionen.
Wie lange habe ich auf diesen Moment gewartet? Dialga und Palkia. Eine Stoppel. Eine. Oh Gott, ich hab's da geklickt. Nein! Was haben wir gestanden? Ist egal. Mach einfach okay. Weiter. Ja, genau. Die beiden Elemente, über die ihr die Macht habt. Ihr werdet mir gehorchen. Eure Fähigkeiten werden mir gehören. Mit meiner Macht werde ich Meister einer völlig neuen Welt. Unvollständig und hässlich ist unsere jetzige Welt. Höchste Zeit, dass sie verschwindet. Alles wird auf Null gesetzt. Nichts bleibt erhalten. Daraus wird die ultimative Welt geformt. Eine vollendete Welt. Vage, unvollendete Konzepte werden in ihr keinen Platz mehr haben. Das hätte ich ahnen sollen. Selfe, das wissende Wesen. Tobutz, das starke Wesen. Und Vesprit, das fühlende Wesen. Die Pokémon sind gekommen, um Sinnoh zu beschützen. Wie lächerlich. Es braucht alle drei der Pokémon der Seen mit ihren jämmerlichen Fähigkeiten, um sich mit einem oder zwei Pokémon von Raum und Zeit zu messen. Gegen beide kommen alle drei aber nicht an. Nicht, solange Palkia und Dialga zusammen anwesend sind. Alle Anstrengungen umsonst. Ihr habt euch umsonst angestrengt, hört ihr? Jetzt zu dir, Lucius. Von Anfang an hast du versucht, meine Pläne zu durchkreuzen, aber ich will dir vergeben. Schließlich wird bis zum Ende aller Zeit alles Leben ausgelöscht, wenn ich erst fertig bin. Jeder Hauch von Leben wird aus dieser Welt gerissen. Von dir, von deinen Pokémon, von allen, die dir lieb und teuer sind. Es ist Zeit, mein Traum wird zu meiner Wahrheit. Ich verspüre einen seltsamen Druck. Etwas ist wütend. Da kommt er endlich. Höchst interessant. Es gibt also ein Pokémon, das sich nur als Schatten manifestieren kann. Aber das ist jetzt auch egal. Jeglicher Widerstand wäre töricht. Ich habe mir die Kräfte von Dialga und Palkia zu eigen gemacht. Niemand kann mir... Okay. Nein! Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Ich glaube aber, das Studieren der Mythen hat mich nun endlich zu einer Antwort geführt. Als diese Welt geschaffen wurde, erschienen Dialga und Palkia. Doch erschien zu jener Zeit offenbar ein weiteres Pokémon. Ein Pokémon von einer Macht wie die von Dialga und Palkia zusammen, dessen Name jedoch nie erwähnt werden durfte. Giratina. Man munkelt, es lauere in einer anderen Welt. Das Gegenstück unserer. Das muss also dieser Schatten... gewesen sein. Das war Giratina. Die Säulen verzerren sich. Der Grund ist jenes Portal. Es verbindet uns mit der anderen Welt. Wenn es nicht geschlossen wird, wird die Verzerrung sich bis nach Sinnoh und noch weiter ausbreiten. Unsere Welt würde zerstört. Brechen wir auf. Wir müssen Cyrus hinterher. Wir müssen uns beeilen. Dieser Ort. Willst du es? Hier gibt es keine Pokémon. Die Zeit steht still und der Raum ist instabil. Eine Welt, in der die Regeln von Raum und Zeit gebrochen werden. Ein Raum, den man Zerrwelt nennen könnte. Lass uns Giratina finden.
Wir müssen die Ausbreitung der Instabilität von Zeit und Raum an der Sperrsäule verhindern. Das war Giratina. Wir müssen uns beeilen. Wenn nicht schnell etwas getan wird, wird diese Instabilität nicht nur unsere Welt verschlingen, sie wird auch die Zerrwelt verschütten. Oh yeah. So. Ein Großteil vom Lesen hast geschafft. Jo. Also, wir haben eh jetzt schon 20 Minuten, also ich denke. Ah, springt der hier? Jupp. Yep. Gibt's da oben was? Items gibt's in dieser ganzen Welt nur ein einziges und an das kommen wir in diesem Moment noch nicht ran. Okay. Dann müssen wir später nochmal in die Zerrwelt. Alles, was wir hier machen müssen, das ist durchgehen. Okay. Diese Plattform aus Stein, sie bewegt sich, wenn du auf eine bestimmte Stelle trittst. Okay. Ob wir auf Giratina treffen, wenn wir weiter nach unten gehen? In der Zerrwelt bewegen wir uns da auch wirklich nach unten? Mach dein Part ruhig bis 25 ja. Minuten, dann komme ich in meinem Part auf jeden Fall noch durch. Ich habe sowieso nach meinem Part noch ein bisschen was vor. Alles klar. Ich hatte jetzt nicht vor, jetzt schon direkt. Ja. Spie! Ja, jetzt kommt diese tolle Sache mit an der Wand laufen. Ah, okay. Ein bisschen verwirrend ist es doch schon. Ja, das ist die Zerrwelt. Ah, wir haben einen Schutz. Wo lang? Oh, es geht nur da lang. Ja. Ich denke mal oben lang, oder? Ich weiß auch nicht so genau, wo man hier überhaupt hin muss. Kann ich überhaupt lang? Irgendwo? Nee. Oder bin ich hier falsch? Ich glaube, du musst da nach Norden. Auf dieser Plattform. Und da kannst du wieder an der Wand laufen. Ja. Das ist aber richtig. Die Legende von Giratina ist in Vergessenheit geraten. Nur wenige kennen sie noch. Die Legende erzählt von einer Welt auf der anderen Seite unserer Welt. Sie erzählt von dieser Welt hier. Warum diese Welt überhaupt existiert? Warum Giratina hier ganz alleine ist? Es gibt so viele Dinge, die man nicht einfach so erklären kann. Aber wir haben zu tun. Teilen wir uns auf. Es muss uns gelingen, den richtigen Weg zu finden. Jo, so schwer kannst du. Also. Oh Gott, ist doch ein bisschen verwirrend. Es ist nicht allzu schwer hier durchzufinden. Es gibt ein paar Stellen, wo es ein bisschen kniffliger wird, aber da kommt man mit logischem Denken dann auch weiter. Ja, ich meine, es ist nur ein bisschen ab und zu, wenn es so seitliche Ansicht hat, in welche Richtung ich drücken muss, ist es endlich, was mich wirklich verwirrt. Ja, es gibt auch mal eine Stelle, wo man an der Decke laufen muss. Nee, wahrscheinlich nur unten. Ja. So, jetzt haben wir aber gerade noch zwei Plattformen. Dann sind wir schon bei 25 Minuten. Ja, wenn du willst, mache ich dann weiter. Jo, warte. War ich jetzt hier schon oder nicht? Das weiß ich jetzt nicht. Es ist ein bisschen verwirrend. Und das ist gerade so dieser Teil von der Zerrwelt, bei dem ich mich selber nicht so hundertprozentig auskenne. Oh. Und es gibt da ein paar Stellen, an denen man so ein bisschen im Kreis gehen kann. Jetzt werde ich wieder zurück. Aber es gibt immer nur einen Weg, der einen wirklich weiterführt. Oh, dann sind wir hier komplett falsch, okay.
Versuchen wir es nochmal. Ich glaube, da musst du nach oben. Ja? Ich glaube, sind wir von oben gekommen? Ich weiß es jetzt schon nicht mehr. Also ich gehe jetzt immer noch hier lang. Erkal, ist egal, ich habe jetzt 25 Minuten, ich speichere jetzt gerade schnell ab. Okay, dann mache ich weiter. Ja, dann verabschiede ich mich hier und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, was jetzt nach der eine Woche dauert. Auf Wiedersehen.